Was wäre die Welt ohne Stahl? Die Frage hat mir hier die Salzgitter AG mitgebracht. Erstmal schönen guten Tag und willkommen hier zu Ideenexpo TV. Ihr könnt gerne eine Weile stehen bleiben an dem Bildschirm, falls ihr das gerade sehen solltet, oder besucht uns hier im gläsernen Fernsehstudio am Stand K315. Ihr könnt gerne ein bisschen zuschauen und gucken, wie man Fernsehen macht. Aber kommen wir zurück zur Frage. Guten Tag erstmal, was wäre die Welt ohne Stahl? Am Anfang vielleicht ganz kurz geklärt. Na, ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Landschaft guckt, das ist relativ einfach. Also wenn man beispielsweise in Paris den Eiffelturm sieht, den gäbe es ohne Stahl natürlich nicht. Aber man kann sich auch hier auf der Ideenexpo umschauen. Der ein oder andere Aussteller, Volkswagen zum Beispiel, Autos, wären ohne Stahl natürlich nicht möglich. Und Stahl ist ein Werkstoff, der vielfältig angewendet wird. Und ohne Stahl hätten wir viele Artikel eben einfach nicht. Sie sind alle vier von der Salzgitter AG. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz erzählen, wer Sie denn sind und was Sie da machen, was Sie für Hobbys haben und sowas alles. Fangen wir doch mal da drüben an. Also, mein Name ist Arne Mende. Ich bin jetzt ins zweite Ausbildungsjahr gekommen als Industriemechaniker. Und ja. Gut. Ich bin der Marcel Kimmich. Ich bin auch jetzt Auszubildender als Elektroniker für Automatisierungstechnik, auch im zweiten Lehrjahr. Ja, und ich bin Axel Singer, Ausbildungsmeister in der beruflichen Bildung und zuständig für den Metallbereich und bin auch der kreative Kopf hier für die Workshops, die bei uns hier gemacht werden. Das ist so meine Aufgabe. Ja, ich bin Florian Löbermann, ich bin Leiter der beruflichen Bildung der Salzgitter Service und Technik in Salzgitter. Bin damit zuständig für das Thema Erstausbildung und Weiterbildung. Und damit man so eine Größenvorstellung hat, wir haben in Salzgitter rund 600 Auszubildende, die wir betreuen und haben ungefähr 5000 Teilnahmen an Weiterbildungsmaßnahmen. Nur zur Einordnung. Was macht die Salzgitter AG? Die Salzgitter AG wird häufig mit dem Thema Stahl verbunden, deswegen auch die Fragestellung. Die Salzgitter AG gliedert sich in 5 Unternehmensbereiche. Ein Unternehmensbereich ist eben der Unternehmensbereich Stahl. Da sitzen Gesellschaften wie Salzgitter Flachstahl, Peiner Träger, Ilsenburger Groblech. Der wird eben Stahl produziert. Mhm. Ein weiterer Unternehmensbereich ist das Thema Röhren, also Rohre. Auch das kann man bei uns auf dem Stand sehen. Wir haben dann die nächste Säule, das ist der Handel, also der Vertrieb von Gütern und von Stahlprodukten. Wir haben eine Dienstleistungssparte, das ist auch die Sparte, aus der wir alle kommen. Da verbergen sich mehrere Gesellschaften hinter, wir als SZST, als Dienstleistungsunternehmen in Salzgitter. Wir haben eine Gesellschaft, Glück auf Immobilien, die sich um Immobilien kümmert, Hansaport, Hafengeschäfte, also da ist wirklich, sind viele verschiedene Gesellschaften drin und wir haben noch den Unternehmensbereich Technologie. Die befassen sich im Wesentlichen auch mit Abfüllanlagen. KHS ist ein Unternehmen, was da ganz vorne mit dabei ist und was man auch bei uns am Stand natürlich sehen kann. Die haben hier zum Beispiel, was man sich anschauen kann, ein Rohling und blasen aus einem Rohling PET-Flaschen auf. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend. Was wäre so das Kerngeschäft? Kann man das sagen? Das Kerngeschäft sind im Prinzip genau diese 5 Unternehmensbereiche. Ne? Ursprünglich also sind wir kein Mutterprodukt. Ein Stahlkonzern. Wir sind Stahlkonzern, damit werden wir am meisten verbunden. Ja. Aber das Thema Diversifikation, wie zum Beispiel jetzt im Bereich der Technologie, hat für uns natürlich auch eine Rolle. Warum hat sich denn die Salzgitter AG gedacht, ach Mensch, wäre ja schön, wenn wir mal auf die Ideenexpo gehen könnten? Ja gut, wir sind jetzt das dritte Mal hier auf der Ideenexpo. Und wir wollen uns ja auch ein bisschen darstellen. Wie vielseitig auch der Stahl ist. Dazu habe ich auch mal was mitgebracht, was ich gerne mal zeigen möchte. Sehr gern. Was man mit Stahl alles so machen kann. Eine Büroklammer. Ich habe hier eine Büroklammer. Aus dieser Büroklammer kann man verbiegen. Was ich immer mache, hier laufen immer viele hübsche Mädels rum. Für die mache ich immer so ein schönes Herz. Und dann kommt der Clou der Sache. Wenn ich nämlich wieder eine Büroklammer brauche, mache ich mir die warm. Ach komm. Und habe wieder eine Büroklammer. Geht das mit jeder? Das geht natürlich nicht mit jeder, das ist ein bestimmter Stahl. Das ist eine Salzgitter AG Büroklammer, oder? Dem ist ein Erinnerungsvermögen eingegeben worden und der erinnert sich immer an seine Urform wieder zurück. Wenn man den auf 90, 100 Grad erwärmt, geht ja wieder in diesen Zustand zurück. Darf ich mal anfassen? Na klar. Und egal, was ich damit mache, auch wenn ich jetzt so mache. Ja, ich habe noch. Wenn ich aber ganz fies bin. Ja, egal. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt einmal anzünden. Wollen Sie mal ganz kurz? Ich mach's. Ich halte wieder.
Das gibt's ja nicht. Da ist er wieder. Bin ich gerade ein bisschen sprachlos. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas geht. Das ist ein bisschen wie Transformers. Genau. Das ist aber, finde ich, nochmal ein schönes Stichwort, warum wir auf die Ideen-Expo sind. Es geht nämlich darum zu faszinieren, ne? Also schön, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind sprachlos, genau das wollen wir erreichen. Es geht darum, jungen Menschen Naturwissenschaft und Technik näher zu bringen und die dafür einfach zu begeistern und zu interessieren. Das ist für uns als Konzern insgesamt ein wichtiges Thema, hat auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Ideen-Expo ist ein Baustein, der für uns eine große Rolle spielt. Wir haben aber auch in der Region noch ein großes Projekt, das nennt sich Bona SZ. Da sind auch die vier anderen großen Industrieunternehmen in Salzgitter noch mit dabei. Und da geht es eben genau um dieses Thema Naturwissenschaft und Technik an die jungen Menschen heranzutragen und die dafür zu begeistern. Vielleicht, Arne und Marcel, könnt ihr uns vielleicht ganz kurz erzählen, wie ihr zur Salzgitter AG gekommen seid? Was war so der Punkt, wo ihr sagtet, okay, da will ich hingehen? Also bei mir fing es an in der Schule, in der 9. Klasse mit dem Schülerpraktikum. Da habe ich halt schon von Anfang an gewusst, dass ich in die Richtung Metall was Fachliches machen will. Und dann nach der 10. Klasse, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, habe ich mich in meiner Umgebung beworben. Und jeder kennt bei uns in der Umgebung die Salzgitter AG, einer der größten Unternehmen damit. Und habe mich da beworben, einen Eignungstest gemacht, Vorstellungsgespräch. Habe mich, denke ich mal, ganz gut gemacht und so bin ich dann reingerutscht bei der Salzgitter AG. Ist das so, dass viele auch deiner Kumpels bei der Salzgitter AG arbeiten, weil es halt einer der größten Arbeitgeber ist bei euch in der Region? Man trifft viele Leute wieder, ja. Ob man will oder nicht, oder? Das stimmt, ja. Bei dir, Marcel? Ja, also wie schon gesagt, die Hütte kennt jeder. Ich habe mich auch beworben. Die Hütte, also darf man sagen, weil es wahrscheinlich ein fachlicher Begriff ist, oder? Ja. Gut. Mein Opa hat auch schon da gearbeitet. Mein Vater arbeitet bei VPS. Ja. Und was ist VPS? Das ist das interne Eisenbahnunternehmen, die den Stahl im Werk transportieren oder auch deutschlandweit. Okay. Ja, dann habe ich mich da beworben. Ich habe mich auch in den anderen großen Betrieben natürlich beworben. Ja, dann bin ich hier reingekommen, wurde zum Einstellungstest eingeladen, habe den bestanden. Dann kam die medizinische Untersuchung und das Gespräch halt. Wie schaut so ein Test aus, den du machen musstest? Der war nicht allzu schwer. Also kommen halt die grundlegenden mathematischen Sachen halt dran. Ein bisschen logisches Denken, sowas halt. Hättest du noch eine Beispielaufgabe im Kopf, die du erinnerst? Nein. Sie vielleicht? Nee, ich wollte gerade sagen, vorbildlich. Also wir geben natürlich die Daten aus dem Eignungstest nicht raus. So. Aber generell hat er schon recht, das sind die Sachen. Es geht um mathematische Grundlagen, es geht um logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen. Und das sind alles Dinge, die wir abtesten, um hinterher im Prinzip eine Aussage treffen zu können. Wie sieht das mit dem Erfolg einer Berufsausbildung aus? Das ist der Hintergrund. Aber wenn er sagt, der Test ist nicht schwer. Wenn man eine 1 in Mathe hat, eine 2 in Physik, dann fällt einem der Test natürlich leichter. Für andere sieht es dann ganz anders aus. Ne? Hattest du das, Marcel? Jo. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Das war bei mir anders. Wie schaut es denn aus? Was suchen Sie denn eigentlich für Leute? Was wäre so Ihr Traum-Azubi? Also der Traum-Azubi sollte sich natürlich erstmal für Naturwissenschaft und Technik interessieren. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sind. Und das ist die Basis, um erstmal einsteigen zu können. Dann haben wir gerade gehört, Mathematik, Physik, gute Noten. Das ist natürlich auch immer eine gute Voraussetzung, weil da kommt man insbesondere in den gewerblich-technischen Ausbildungsberufen, da kommt man nicht drum rum. Das bildet die Grundlage. Und wenn die Grundlagen wirklich gut vermittelt sind, können wir schön mit der Ausbildung starten und aufsetzen auf dem, was vermittelt wurde. Was immer deutlicher zunimmt an Anforderungen auszubilden, ist das Thema überfachliche Kompetenzen oder Sozialkompetenzen. Also wie gebe ich mich? Bin ich in der Lage, in einem Team zu arbeiten? Wir gucken bei Zeugnissen zum Beispiel auch mit auf die Kopfnoten. Also wie sieht das mit unentschuldigten Fehltagen aus zum Beispiel? Oder wie ist die Bewertung im Sozialverhalten? Weil das natürlich eine Relevanz hat. Erstmal im Rahmen der Erstausbildung. Auch da wird natürlich in kleinen Teams gearbeitet. Aber später, wenn man eingesetzt ist im Betrieb, hat das eine ganz große Relevanz. Wie wichtig ist Talent für so einen Beruf? Talent spielt natürlich auch eine große Rolle. Ich denke, da kann Herr Singer noch mehr zu sagen, weil er es praktisch vor Ort erfährt. Aber das Thema Naturwissenschaft und Technik, wenn ich mich dafür interessiere, also ich glaube, wenn jemand komplett untalentiert ist, ist es unter Umständen auch schwierig mit dem Interesse für so ein Thema. Aber Axel? Ich denke auch, ein technisches Verständnis muss er mitbringen. Aber ja, was versteht man unter Talent? Talente gibt es viele. Wir vermitteln aber auch Sachen. Ist es vielleicht eine Sache, die man
von Natur aus mitbringen muss für diesen Beruf oder sind das alles Sachen, die ich erlernen kann? Ich muss schon was mitbringen. Erlernen kann ich natürlich auch einiges, aber was mitbringen muss ich schon. Wenn ich absolut keine Lust dazu habe, bringt das gar nichts. Mhm. Wir waren bei ihm am Stand unterwegs. Da haben Sie ja ganz hübschen hier auf der Ideen-Expo. Und vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was man da sieht. Einer von Ihnen. Also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, geht es hier darum, dass hier ein Stahlrohr gezogen wird, Unternehmensbereich Röhren. Und da wird das Stahlrohr eingeführt am Anfang und hat einen gewissen Durchmesser. Und durch die Muskelkraft, also die sitzen auf dem Fahrrad, hier sieht man das wunderbar, verändert sich der Durchmesser. Es wird gezogen. Und also das ist ganz schön anstrengend. Die ziehen gerade mit Beinkraft ein Rohr auseinander. Richtig. Das Präzisionsstahlrohr. Ja, hier sieht man den Salzgitterwagen von der DTM. Das ist natürlich immer so ein Anlaufpunkt. Sieht super aus. Und direkt daneben kann man auch an Modellen fahren. Hier sieht man das nochmal. Was wir besonders toll finden, ist, dass wenn man auf den Bildschirm guckt, das Auto, das man fährt, tatsächlich auch das Salzgitterauto ist. Da ist das Logo nämlich vorne mit drauf. Mhm. Aber so wie die fahren auf den Simulatoren, würde das Auto nicht mehr so gut aussehen. Wie ist es denn, an welcher Stelle steht das Zeugnis bei einer Bewerbung bei Ihnen? Das hat natürlich eine große Relevanz, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass der Eignungstest eigentlich noch ein wichtigerer Hinweis ist. Weil der Eignungstest, den wir durchführen, ich hatte das eben schon angedeutet, der trifft quasi eine Vorhersage zu dem Ausbildungs- und zu dem Berufserfolg. Das heißt, das ist für uns das wichtigste Kriterium, den Eignungstest, den die beiden ja auch wirklich gut gemacht haben. Aber natürlich kommen wir auch an den Schulnoten nicht vorbei. Wobei man auch davon ausgehen kann, wenn jemand in Mathe und Physik gut ist, ne, wir haben das eben gerade gehört, dann fällt einem der Test in bestimmten Teilen natürlich auch sehr leicht. Oder? Ja. Leicht. Sehr leicht nicht. Sie haben gerade auch ein sehr großes Geheimnis gelüftet, weil seit Tag 1 der Ideen-Expo frage ich mich, wo um Himmels Willen gibt es das Popcorn? Weil hier riecht es überall nach Popcorn und ich habe den Stand bis jetzt noch nicht gefunden, aber es ist Ihr Stand. Warum bietet die Salzgitter AG Popcorn an? Eine neue Sparte. Ja, also es geht einfach darum, die jungen Menschen auch an den Stand zu bekommen. Und wir waren alle mal Schüler, wir waren alle schon mal auf Messen. Und uns geht es halt darum, nicht einfach nur einen langweiligen Messestand zu haben, sondern auch Anlaufpunkte zu haben. Dafür haben wir ganz viele tolle Exponate, wo man auch selber Hand anlegen kann. Aber das Thema Popcorn, das sieht man ja, wenn man vorbeigeht, ist auch ein absoluter Renner, muss man sagen. Riecht gut, schmeckt gut, kann man vorbeikommen und machen. Was kann ich bei Ihnen am Stand noch alles vielleicht an Informationen mitnehmen? Also eben das Beispiel, was ich gebracht habe, Mitmachaktionen sind ganz, ganz wichtig. Also man kann bei uns an den Stand kommen und sich Dinge erarbeiten und die selber auch mit nach Hause nehmen. Die PET-Flasche hatte ich vorhin schon angesprochen, aber wir haben im Prinzip sowas wie Mini-Workshops am Stand. Also eins betreust du auch. Wir haben einmal hier so kleine Schlüsselanhänger gießen. Wir haben auch weiterhin Schweißtechnikverfahren, wo sie sich auch hier so ein kleines Schlüsselbrett mitnehmen können. Und alles so eine Dinge halt. Auch eine Krananlage, wo sie ferngesteuert mitfahren können. Sowas haben wir alles am Stand halt. Und das hat halt alles Bezug natürlich zur Salzgitter AG. Ne? Die Krananlage, die Herr Singer gerade angesprochen hat. Bei uns auf dem Werksgelände in Salzgitter ist es eben so, dass die Coils, die schweren Coils eben mit Krananlagen bewegt werden. Und wir haben hier auf dem Stand eine echte Steuerung. Das ist ein Miniaturmodell, aber die Steuerung ist tatsächlich eine echte Kransteuerung. Ja. Und wenn man das hier am Stand mal geübt hat, dann merkt man auch, wie schwierig das unter Umständen ist. Ne? Also ich habe vorhin den Kollegen vor Ort gesehen, der gibt dann auch mal Informationen raus, wenn es mal scheppert an der einen oder anderen Stelle, was man da vielleicht auch für einen Schaden verursacht hätte. Damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie das bei der Salzgitter AG läuft. Wo finde ich Sie hier genau auf der Ideen-Expo? Im Prinzip direkt am Eingang, wenn man reinkommt in die Halle 9, sind wir gleich vorne am Rondell, da beginnt unser Stand. Genau, ganz einfach. Alles klar. Dann Ihnen vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Noch eine schöne Ideen-Expo. Ein paar Tage haben wir ja noch. Und um 15 Uhr machen wir hier weiter bei uns aus dem Ideen-Expo-TV-Studio. Da kriegen wir nämlich Besuch. Und zwar will die GE Energy uns zeigen, wie man sich als Servicetechniker ganz oben auf einer Windkraftanlage fühlt.